Hallo und herzlich willkommen zu Droid Assault in der Xmas Edition. Ich bin nun die Cloud87 und das Wichtigste zuerst, ich wünsche euch eine frohe Weihnachten. Und wir spielen hier doch einfach mal den Weihnachtsmodus. Und ich glaube, der ist relativ einfach gehalten. Ich renne ähnlich wie im Spiel hier herum. Und ich habe hier ein paar Gegner, die kann man abschießen. Ach, der hier kann gar nicht schießen. Das heißt, eigentlich muss ich hier mal einen übernehmen. Genau, und unser Ziel ist es dann hier... Ups, ich werde abgeschossen. Dann übernehme ich hier einfach mal ein paar, damit ich hier besser durchkomme. Und dann ist unser Ziel hier einfach, Geschenke kaputt zu schießen. Sehr weihnachtlich. Aber das ist vielleicht auch für die Leute, die jetzt hier zu Weihnachten nicht ganz so tolle Geschenke bekommen haben. Die können hier vielleicht ein bisschen den Frust rauslassen und das tun, was sie eigentlich gerne mit ihren Geschenken machen würden. Und im Hintergrund läuft hier halt irgendwie Weihnachtsmusik. Au! Aber man sieht schon hier, diese anderen Roboter hier wollen auch die Geschenke scheinbar beschützen. Oh, hier haben wir ein paar Repair-Sachen. Das ist schon mal gut, das kann man sich merken. Und dann gehen wir doch einfach mal in eine andere Etage, oder? Ich vermute mal, hier habe ich schon alle Geheimgänge schon irgendwie untersucht. Ja, das sieht sehr stark danach aus. Und dann gehen wir doch einfach mal hier rein und schauen, was hier drüben so zu finden ist. Vermutlich mehr Geschenke. Ui, und mehr Gegner. Ah, da kann ich ja kaum ausweichen. Au, au, au. Ich hätte mir vielleicht ein paar Punkte hier bewahren sollen, damit ich hier die Stärkeren mal übernehmen kann. Oh, da ist der erste auch schon hinüber. Das heißt, ich schaue hier nochmal rein. Sollte ich hier keine Chance haben, dann versuche ich nochmal einen anderen Weg. Ja, ich lasse mich natürlich auch viel und gerne abschießen. Na komm schon. Ah, da habe ich ihn doch. Ja, das ist mal etwas andere Weihnachtsspecial, würde ich sagen. Finde ich schon ziemlich interessant. Ja, die Story hinter diesem Spiel war ja, glaube ich, auch sowieso, dass es die Menschheit schon gar nicht mehr gibt, weil die alle ausgerottet wurden und irgendwie nur ein Roboter hier mit einem Menschengehirn überstanden hat. Oder überlebt hat und seine einzige Aufgabe jetzt sowieso ist, hier die Menschheit zu rächen und deshalb hier alles kaputt zu schießen. Da ist Weihnachten wahrscheinlich auch ein bisschen nicht so bekannt. Weil Roboter haben ja nicht so wirklich Gefühle. Na du? Ist das auch ein Roboter? Nee, scheinbar nicht. Ui, ui, ui. Ah, die scheinen alle noch nicht aktiviert zu sein. Das ist mein Vorteil. Hier gibt es noch mehr Power-Ups, noch ein bisschen Transfer. Das heißt, wir können uns da gleich vielleicht mal einen stärkeren mitnehmen. Ah, nicht schießen. Na, da ist der kaputt gegangen. Dann gehen wir aber trotzdem nochmal hier rein, weil ich glaube, hier haben wir dann noch bald alles zusammen. Wir können ja hier nochmal in die Schächte reingehen. Na, wahrscheinlich hätte ich das erst aufsammeln sollen, wenn ich es wirklich brauche. Ja, komm. Den will ich jetzt aber doch übernehmen. Hallo, klick ihn doch mal an. Ja, so. Danke. Der hält nämlich doch ein bisschen mehr aus. Und dann will ich mal hier reinschauen. Okay, hier geht es wieder hoch. In einem Bereich, den wir auch schon hatten. Das heißt, wir schauen als nächstes mal in diesen Bereich rein. Ja. Und jetzt spare ich mir auch ein bisschen die Punkte, dass ich vielleicht mal einen etwas stärkeren nochmal übernehmen kann. So. Noch mehr Geschenke zerstören. Ja, da habe ich schon fast das Gefühl, dass ich hier irgendwie der Grinch bin. Hatte ich mir auch überlegt. Es gab ja für die PlayStation mal dieses Spiel der Grinch.
ob man das vielleicht zu Weihnachten spielt, aber dann habe ich wieder nachgedacht und wie es doch so oft mit Spielen zu Kinofilmen ist, eigentlich war das Spiel total crappy und das muss man sich dann vielleicht doch nicht antun. Der Grinch ja auch eine typische Weihnachtsgeschichte mit dem griesgrämigen Grinch, der Weihnachten einfach nur hasst und am Ende dann ja sein Herz auferblühen lässt und doch Weihnachten lieb hat und es für alle rettet, obwohl er es erst verdorben hat. Und zeigt, dass er eigentlich doch nicht so schlecht ist. Kennt man ja auch von anderen Weihnachtsgeschichten, die teilweise auch einfach ein bisschen berühmter sind. Und natürlich auch noch ein bisschen besser. So, jetzt muss ich aber mal aufpassen und vielleicht den Typen hier übernehmen. Ui, und den können wir bestimmt auch übernehmen. Genau. Oh, 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 hier geht es aber schon ordentlich zur Sache. Ja, komm. Ach, die kriegt man so nicht kaputt. Da muss ich jetzt wohl einfach ausweichen. Hier ist es gerade auch ein bisschen laggy. Vielleicht, wenn ich mich hier nochmal um die Geschenke kümmere. Und da explodieren wir einfach mal. Oh, 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 oh. Ich sehe schon, da sind noch diese Nanomaschinen. Die sind hier auch ziemlich hart. Oh, oh, oh. Ja, da ist der auch hinüber. Und der steht da natürlich auch so, dass er die höchsten Überlebenschancen hat. Muss jetzt irgendwo hinkommen, wo ich vielleicht nochmal einen Druiden übernehmen kann. Das ist dann vielleicht sinnvoll. Da geht es weiter nach oben. Hier oben waren wir bestimmt schon drin. Ich habe wahrscheinlich auf dieser Etage auch schon alle Power-Ups mitgenommen. Das heißt, ich gehe einfach hier nochmal nach unten und schaue hier auf der anderen Seite rein. In der Hoffnung, da irgendwas Schickes zu finden, mit dem ich länger überleben kann. Auch wieder mit klassischer Weihnachtsmusik. Nein, 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 Mist. Ich hab's kommen sehen. Sind wir natürlich hier wieder in dieser Todesfalle, oder? Ne, Moment, das sieht so aus, als sei das ein Gebiet, was wir schon erledigt hätten. Oder? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir sind. Oh, 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 übernehmen, übernehmen. Ah, mir fehlen dafür Transferpunkte. Oh, Game Over. Ja, das war dann erstmal von Droid Assault, die Weihnachtsfolge. Ich werde gleich nochmal Revenge of the Titans spielen. Das kommt dann beides auch heute hoch. Da könnt ihr euch dann angucken, was euch gefällt. Vielleicht beide. Ich wünsche euch noch weiterhin schöne Weihnachten, wenn ihr hier keine Videos mehr angucken wollt über Weihnachten. Ansonsten sehen wir uns vielleicht nochmal mit dem ein oder anderen Weihnachtsspecial wieder. Bis dann!